Einen wunderschönen guten Morgen. Ich werde diese Woche wieder vloggen. Ob jeden Tag, weiß ich noch nicht. Ich bin gestern erst aus dem Urlaub wiedergekommen und habe dann nur schnell die Wohnung sauber gemacht und das Auto ausgeräumt und mehr habe ich noch gar nicht gemacht. Dementsprechend ist meine To-Do-Liste für heute und generell die ganze Woche ziemlich lang. Ich habe einige Termine und ich kriege am Donnerstag meine neuen Möbel, mein Bett. Mein Nachtschrank, das Arbeitszimmer wird eingerichtet und die Regale für die Küche. Ich glaube, das war es auch. Ah ja, auch noch ein Stuhl fürs Arbeitszimmer. Genau, ich bin noch ziemlich fertig, ist uns ziemlich zeitig. So, heute sollen 30 Grad werden, morgen sollen 31 Grad werden. Ich freue mich riesig, dass es nochmal so warm wird. Ich habe euch noch gar nicht meine rosa Wand gezeigt, oder? Ich habe die gestrichen, irgendwann letzte Woche. Ich zeige es euch nochmal so rum. Das Regal, da. Naja, ihr seht das Regal. Das ist fürs Arbeitszimmer, das bleibt nicht dort stehen. Das musste jetzt nur nochmal irgendwo untergebracht werden, weil im Arbeitszimmer ist halt noch das ganze Zeug, was auf den Dachboden kommt. Boah, ist das hell. Ja, dann mal sehen, was wir heute so machen. Wie gesagt, meine To-Do-List ist lang und ich nehme euch auf jeden Fall mit. So, der Karl hat gestern Abend gebadet und dabei haben wir all seine alten Tattoos von seinem Arm abgewaschen. Und ja, er hat sich schon wieder neue gewünscht. Ich finde das ziemlich süß. So, der Karl ist fertig. Er hat hier noch voll die Mückenstiche. Da mussten wir echt aufpassen, dass wir da nicht drauf tätowieren. Was hast du denn hier? Was ist das? Elefant. Und das? Mitzi. Und was ist das hier? Ballon. Der hat Ballons, ne? Der Waschbär. Was hast du hier? Was ist das? Dino. Und das? Monster. Ein Monster? Ja. Und das? Eine lila Eule. Und kann kochen. Ja, kochen wir was. Es ist einige Zeit vergangen. Ich habe viel Papierkram erledigt und stecke immer noch mittendrin. Der Karl ist auch mit dabei. Er hat mir gerade einen Drucker ausgemacht. Ungefähr eine Sekunde, nachdem ich einen Druckauftrag losgeschickt habe. Finde ich super cool. So, mittlerweile ist das Mittagessen schon vorbei. Wir haben gerade gegessen und müssen jetzt nochmal einige Wege erledigen. Also, wir müssen ins DM, wir müssen ins Kaufland, den Wocheneinkauf machen. Wir müssen zur Post und wir müssen tanken. Ich habe das Auto so gut wie leer gefahren auf der Heimfahrt gestern. Wir sind wieder da. Wir haben bloß vergessen, zur Post zu fahren. Aber alles andere, also DM, Kaufland und tanken haben wir. Und es gibt jetzt einen kleinen DM und Kaufland Hall. Das Einzige, was ich schon ausgepackt habe, ist eine Taschentücherbox. Sehr spannend. Lecker Molche, wo der Karl natürlich das Mittlerste im Laden aufgemacht hat, aber es ist nichts rausgekommen. Ja, das darf er jetzt gleich essen. Dann haben wir hier einmal Kaffee, nochmal eine ganz andere Sorte. Den hier, den hatte ich auch noch nie, deswegen bin ich auch ins Kaufland gegangen, wobei es im Rewe noch eine krassere Auswahl gibt. Dann haben wir einmal Mais, einmal Frühlingsrollen mit Gemüse, einmal Hähnchenbrust und mit Curryrand, habe ich noch nie gesehen, klingt aber echt gut. Einmal Sojamilch, dann eine Waldmeisterbowle, habe ich auch noch nie probiert. Dann ein Mozzarella und für mich einen Himbeerjoghurt will ich mal probieren. Da gab es leider nicht so viele Sorten von. Ich
habe noch einen zweiten mitgenommen, ich weiß es gerade gar nicht, was für eine Sorte. Einmal so Windeln, noch eine Hafermilch, einen Fleischsalat, Blaubeeren, nochmal Pizza. Ah ja, ich habe noch einen Himbeerjoghurt. Okay, aber werde ich gleich mal probieren. Eine Gallseife, dann Vollkornbrot und Feuchttücher. Also das war jetzt kein richtiger Wocheneinkauf, weil ihr seht, zum einen ist es sehr wenig und zum anderen ist es sehr, naja, unausgewogen. Wir hatten einfach noch viel da oder einiges halt da, deswegen brauchten wir jetzt nicht so viel. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie spät es ist. Ich würde jetzt gerne mal noch so einen Kaffee probieren, sofern es vor 15 Uhr ist. Wenn nicht, dann muss ich bis morgen früh warten, das wär grausam. So, wie ihr vielleicht sehen könnt, ist die Ballonkette ab. Ich habe es natürlich total verpeilt, das zu filmen. Jedenfalls ist hier jetzt ja ganz viel Wand und ja, alles hell, ganz viel Platz. Ich finde, sie sieht jetzt ein bisschen leer aus. Aber ich habe mich einfach so daran gewöhnt, die hing jetzt eigentlich praktisch seit Einzug ungefähr. Auf jeden Fall über einen Monat, weil Karls Geburtstag ist auch schon wieder über einen Monat her und ich habe die ja einen Tag vorher dahin gehängt. Genau, wir haben jetzt gar keine Peilung. Ich habe mir übrigens einen Kaffee gemacht. Es war 15.11 Uhr, es war mir jetzt dann vollkommen egal. Ich habe heute Abend eh noch eine ganze Menge zu tun, Papierkram zu erledigen. Und ich habe diesen hier Geschmacksrichtung... Ich zeige es euch nochmal. Latte Macchiato mit Baileys Geschmack, natürlich ohne Alkohol, steht auch extra drauf. Den probiert, der ist super, super lecker. Und den anderen probiere ich morgen zum Frühstück. So, es ist Abendbrotzeit und der Karl bekommt jetzt vorher schon mal einen Obst- und Gemüseteller. Was hast du gerade schon gegessen? Eine Tomate? Eine Tomate. Hast du gerade eine Tomate? Auf jeden Fall war da noch mehr drauf. Und ich mache jetzt erstmal, also wir haben noch was im Kühlschrank, noch mit Rest. Aber ich mache jetzt erstmal... ich sie rauskriege und dass mein Vater daher kommt. Die Frühlingsrollen waren hier in der Mikrowellenofen und ich habe dann noch einen Rest von Mittag im Kühlschrank für Karl und mich und das hier ist ja eh nur eine halbe, das ist eh nur eine halbe Portion. So, das sind die fertigen Frühlingsrollen. Ich habe hier schon was für Karl zurechtgeschnitten und hier ist der Rest noch, was wir noch im Kühlschrank hatten. Genau, dann lassen wir es uns jetzt mal schmecken. Ich habe auch eben, die Frühlingsrollen mussten 24 Minuten drinnen bleiben. Voll komische Zeit, aber halt übelst lange. Ich habe eben noch eine Wäsche aufgehängt und noch irgendwas gemacht. Weiß nicht. Ach ja, mein Netflix-Konto aktiviert. Ich habe jetzt ein Jahr kostenlos Netflix zu meinem Stromvertrag dazu bekommen. Und ja, ich glaube, das ist ziemlich cool. Von den Sachen, was ich da jetzt nur so an Vorschaubildern gesehen habe, könnte da was dabei sein, was mir gefällt. Genau, wie gesagt, wir lassen uns jetzt schmecken. Ich beende an der Stelle das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube, das ist jetzt ein relativ kurzer Vlog geworden. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.